Leiche in Peek und Kloppenburg. Am vergangenen Montag ist in dem Modeunternehmen in der Mönckebergstraße die Leiche einer Frau gefunden worden. Sie soll in einem für Kunden unzugänglichen Raum gelegen haben. Offenbar hatten Putzkräfte einen Verwesungsgeruch wahrgenommen. Wie die Polizei mitteilte, sei der Leichnam noch nicht abschließend identifiziert worden. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht. Wie und zu welchem Zeitpunkt die Frau gestorben und in das Kaufhaus gekommen ist, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts laufen.